Der Sonntag ist der älteste Baustein des Kirchenjahres. Der Sonntag ist das Wochenostern. Von der Genese her, von der Geschichte, älter als das Osterfest. Wochenostern. Und dieses Asperges hat auch diesen Charakter des Bußaktes in Gottes Namen. Aber zumindest hat in der tridentinischen Liturgie, die dieses Verständnis von Wochenostern gar nicht so sehr hatte, weshalb der Sonntag auch schnell als Sonntag jedem heiligen Fest sozusagen dargeboten wurde und es gab diesen Rhythmus vom Sonntag in dieser Weise nicht. Es war halt eine Art Feiertag. Aber es hat überlebt, das Ostergedächtnis in diesem Ritus des Asperges, denn es ist Taufgedächtnis auch. Also man soll vorsichtig sein, wenn man einfach nur auch über die alte Liturgie urteilt, da gab es über das Pascha-Mysterium, dieses große Wort, also das Ostergedächtnis, ist dort überhaupt nicht vorgekommen. Das ist so nicht richtig. Im Asperges hat zumindest wöchentlich, damals war es ja ein fester Teil der Liturgie, hat wöchentlich das Ostergedenken überlebt. Auch wenn es vielleicht gar nicht allen bewusst war. Aber es war da. Reines Wasser gieße ich über euch aus. Lass mich ganz sein mit der Bitte um das neue Herz. Lass mich ganz sein, wozu du mich gemacht hast. Gib mir das unentwegte, eifervolle Mittun mit dem in mir lebendigen Christus, der in der Taufe in uns wohnt. Wir können das nur im Laufe des Lebens, manchmal auch durch Unachtsamkeit, durch Gewissenlosigkeit, durch Abstumpfung vollkommen verschütten, dass Christus in uns lebt. Also wir in Christus leben sollen. Bei Paulus dieses en Christo, in Christus, in allen paulinischen Briefen, ist wie ein roter Faden, taucht das auf. Das ist sozusagen das Bestimmende. Bis hin zu dem Ausruf, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also es geht um seine Existenz. Wenn ich getauft bin, geht es nicht mehr um mich. Mir heute, das ist so merkwürdig heute. Und manchmal kann man diesen Schmerz gar nicht zurückhalten, wenn man diese ganzen Wortmeldungen liest, auch im Moment in der Kirche. Ich lese überall nur ich muss, und die Gruppe muss noch vorkommen und jene und die ist nicht berücksichtigt und die müssen wir jetzt noch irgendwie. Was ist das? Es ist immer nur ich. Es geht aber um nichts dergleichen. En Christo. In Christus sollen wir leben. Christus soll groß werden. Nicht Gruppe X, Frau Y oder Herr Pastor Z. Nichts davon. In Christus. Das bedeutet Taufexistenz. Darum bittet dieser Psalm. Genau wie Psalm 95. Auswandern, ein großer Exitus aus unserem ach so vergötterten Ich. Aus diesem strahlenden Tempel des Ich, der ein potjemkinsches Dorf ist. Dicke Fassade, groß angestrahlt, immer in allen leuchtenden Farben, nichts dahinter. Unfähigkeit, Zerrissenheit. Ja, ich will, aber ich kann nicht. Wenn wir ehrlich sind. Was hast du zu geben? Vision von Schwester Faustina. Machen wir Bilanz. Am Ende bleibt unsere Armseligkeit, unsere Zerbrechlichkeit. Dann gib es mir, sagt Jesus in dieser Vision. Neuschaffung des Herzens. Diese Neuschaffung des Herzens führt im Duktus des Psalms zu einem nächsten Gebet. Und das tönt dreimal an. Die Bitte um den Geist. Festen Geist, Heiliger Geist, führender Geist. Den festen Geist gib in mich hinein, deinen Heiligen Geist entzieh mir nicht, und mit einem führenden oder, wie es bei uns heißt, einem willigen Geist stütze mich. Wir merken vielleicht schon, wie sehr das schon ruft, nach einem Verständnis auch des Neuen Testamentes. Wie das neue Herz sozusagen in einem neuen Schöpfungsakt, in einem neuen Pfingstakt geschaffen wird.
indem man ruft nach der Kraft aus der Höhe. Die Kraft, die wir in der christlichen Initiation empfangen, Taufe, Eucharistie, Firmung. Das ist der führende Geist, der in uns lebt und der uns ausrichtet, der diesen unbeständigen Menschen, wie manchmal das Handy, ja, hat kein Netz. Aber wir sollen auch nicht verschiedene Netzwerke empfangen als Christen. Wir haben nur eines. Das können wir in den Einstellungen festlegen. Es ist nur Heiliger Geist. Nicht Welt, nicht Tod, nicht Teufel, nicht Verzweiflung, was es sonst noch alles gibt. Ich könnte jetzt noch viele Namen nennen, wo wir dann plötzlich das Netzwerk so klick, ah, oh, toller Empfang. Aber es ist nicht gefragt. Wir müssen das in unseren Lebenseinstellungen, das tut die Taufe, festlegen, wo unsere Antenne hingeht, wohin wir ausgerichtet sind. Und Gottes Geist ist sozusagen diese große Ausrichtung auf das eine hin, in Christus zu sein, aus Christus zu leben, in Christus hineinzuleben. Ein Flehen um die Macht dieses Heiligen Geistes, der Geist, der den Schwankenden sicher führt, ihn antreibt und zum Hören, auch das wieder eine Reminiszenz an 95, ihn zum Hören, zur Gehorsamkeit und zum Gehorsam willig und fähig macht. All das kommt uns ja zu, sozusagen wie in einem Brennpunkt, wenn wir als Feiernde den Altar umstehen. Von mir aus auch im Kirchenschiff, es ist ja auch ein Umstehen des Altares. Das ist so wichtig, wenn man ein solches Wort liest. Also ich lese einmal dieses Originalzitat von Synkletiker Grün. Wann immer wir als reumütig Bekennende seinen Mysterienaltar umstehen, und uns selbst mit all unseren Alltagsverfehlungen in das gegenwärtige Heilsopfer Christi hineinbegeben, empfangen wir als seine Frucht den alles vermögenden Gottesgeist. Er geht in uns ein als das feste, das heilige, das führende Pneuma, der führende Geist Christi. Wem ist das heute noch bewusst? Wenn wir an Messe denken, wenn wir sagen, wir feiern Messe. Also wie viel wir auch allein am Grundbewusstsein dessen, was wir da tun, wenn wir den Altar umstehen, auch heute verlieren. Wir hören dann von Mahl, natürlich, das ist richtig. Ist nicht falsch. Aber es fokussiert sich alles darauf. Als ging es um eine Jause. Aber das ist zu wenig. Es geht auch nicht nur, dass wir uns treffen. Auch das ist wichtig. Wir sind Kirche nicht allein. Ich bin eben nicht allein auf weiter Flur und höre eine Morgenglocke nur. Aber es sind all die Teile, die zusammengehören, damit sich der Christusleib bildet, damit er sich findet, damit er mit diesem Pneuma, mit diesem Geist ausgestattet wird. Und so ausgerüstet und mit dieser Barmherzigkeit Gottes beschenkt, mit diesem führenden, willigen Geist, sind wir auch in der Lage, das, was der Psalm dann weiter betet, ich will Sünder deine Wege lehren. Also ich bin fähig, können wir sagen, in diesem heiligen Jahr und nicht nur in diesem heiligen Jahr, die geistlichen Werke der Barmherzigkeit zu tun, die Irrenden zu belehren. Aufgrund dieser Erfahrung kann ich das. Nicht, weil ich aus dem Off sozusagen dazu befähigt bin, sondern ich brauche diese Mitte hier, um dazu befähigt zu sein. Andererseits ist das ein moralischer Appell, aber der verpufft, weil ich, wenn ich ehrlich bin, merke, ich soll Irrende belehren, ich bin selber ein Irrender, hin und her Irrender. Sind wir bei dem Wankelmut, bei dem Hin- und Herschwanken? Die Reinheit des Herzens und das reine Gebet ist ein großer, könnte man jetzt noch sehr viel zu sagen, ich will es nur antönen lassen, dass es gerade im Mönchtum, im frühen Mönchtum, bei Cassian, Benedikt nimmt das dann auf, ein ganz wichtiges Wort ist, die Puritas Cordis und Oratio Pura, also die Reinheit des Herzens
führt zum reinen Gebet. Das ist ganz wichtig. Weshalb es die Vorstellung gab, dass das Gebet der Kinder, sozusagen dass die Oratio puerorum, schnurstracks, die wird sofort erhört. Wenn Kinder beten, wird sofort erhört. Wie schlimm das ist, dass heute Kinder nicht mehr beten lernen. So ist die Welt ja auch. Das Gebet der Kinder wird sofort erhört. Es gibt Aussprüche der Väter, die sind geradezu für unsere Ohren heretisch. Es gibt eine Begebenheit bei den Vätern, wo die Kinder für den Presbyter zum Bäcker geschickt werden, um das Eucharistiebrot zu holen, für die Eucharistiefeier. Und als der Priester die Messe feiert, kommt ein Engel und sagt ihm: Sprich nicht das Hochgebet. Der Priester ist ganz erstaunt. Wie soll ich das Hochgebet sprechen? Ich muss die Gaben konsekrieren. Und der Engel sagt ihm: Sie sind konsekriert. Die Kinder haben das unterwegs gesungen. Sie kannten das von der Messe und haben unterwegs das Hochgebet gesungen. Ja? Das ist etwas, das ist ein unglaublich tiefes Verständnis. Ja? Natürlich, wenn wir das heute jetzt sagen, man darf es, ist immer gefährlich, so etwas zu erzählen. Demnächst stehen irgendwie die Kommunionkinder und konsekrieren drauf los. Ja? Das ist immer schon diese 1:1-Übertragung heute, und pastorelle Verwurstung ist immer gefährlich, wenn man das sagt. Aber das tiefere Verständnis ist etwas Wunderbares, weil es mit dieser Puritas Cordis und der Oratio Pura zu tun hat. Dieses hohe monastische Ideal. Schaffe mir ein reines Herz, damit das reine Gebet stattfinden kann. Das Ideal des gottsuchenden Menschen, das sozusagen im Kind verwirklicht ist. Ein hohes jesuanisches Ideal, christliches Ideal. Dass das Kind so hohe Bedeutung hat und in die Mitte gestellt wird, ist eine Erfindung Jesu. Dass wir Kinderrechtskonventionen haben, ist eine Erfindung Jesu. Manchmal braucht das ein bisschen. Manchmal braucht sogar die Kirche, bis sie dahin findet. Aber das gibt es vorher nicht. Es gibt es in keiner Kultur, es gibt es in keiner Gesetzgebung, es gibt es nur im Christentum. Und auch das nochmal in Klammern gesagt, weshalb uns natürlich ein solcher Missbrauchsskandal, der an Kindern geschieht, in der Kirche, umwirft. Weil er uns im Mark trifft. Da reden wir nicht von Parteien und von anderen Dingen, ja, das ist unser ureigener Schatz. Das ist unsere mit eine direkte Verbindung zu Jesus selber. Ich könnte, oder das will ich auch nur kurz antönen, dass unser Psalm in viele Gebetsformen ausgestrahlt ist, zum Beispiel in des Oden Salomos. Es sind apokryphe Schriften, die ein bisschen alttestamentlich klingen, sind sie aber nicht. Ist die Zeit des Neuen Testamentes. Es sind Gebete, die im Grunde, von denen nicht Oden Salomos, eine spätere Bezeichnung, aber unter denen findet man das, die wahrscheinlich Christus in den Mund gelegt sind. Und da lesen wir: Denn meine Liebe ist der Herr, darum muss ich ihm singen. Denn der Lobpreis hat mich gestärkt und mein Glaube richtet sich auf ihn. Ich will meinen Mund auftun, damit Gottes Heiliger Geist durch mich verkündet, wie herrlich und majestätisch der Herr ist, was seine Hände geschaffen und seine Finger geformt haben, wie reichlich er sich erbarmt und wie kräftig sein Wort ist. Da haben wir nicht nur die Schöpfungsanamnese, das Gedenken an die Schöpfung, wie wir das im Psalm 95 haben, sondern auch die Bitte um Gottes Geist, der zum Gotteslob befähigt. Und der deutlich macht, was dieses inzwischen ja fast Allerweltswort Barmherzigkeit denn eigentlich bedeutet, wenn wir sie denn erfahren. Und erfahren wollen. Wenn wir sie nicht nur erfahren, das ist heute auch schon ein schwieriges Wort, sondern an uns geschehen lassen wollen. Es hat die Voraussetzung dessen, was wir im Psalm beten. Wir haben diese Stelle am Samstag als Evangelium gehört. Zwei gehen in den Tempel, erzählt Jesus. Jesus erzählt das Leuten, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind. Sozusagen, wir sind eigentlich
mein Gott, es findet sich natürlich immer was, aber wir wollen uns nicht unbedingt Krümel in den Käse machen lassen. Im Großen und Ganzen, so schlimm sind wir eigentlich nicht, oder? Eigentlich können wir uns auch sehen lassen. Wir gehen sogar abends zu so einer Katechese. Mein Gott. Obwohl draußen Schnee liegt. Das ist der Wahnsinn. Das macht die ganze Fastenzeit wett. Er erzählt, dass dieses Beispiel denen, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt werden. Zwei gehen zum Tempel. Der eine stellt sich vorne auf, ein Pharisäer, und er spricht leise ein Gebet. Also das ist durchaus die Haltung einer Demut, spricht leise ein Gebet und ergibt sich Rechenschaft. Wie wir das vielleicht abends vor der Komplett, sofern man die betet, oder vor dem Nachtgebet, sofern es das gibt, das wäre ganz schön, eine innere Gewissenserforschung hält. Wie war der Tag? Und so zählt der Pharisäer seine Sachen so auf. Aber zuerst ist er mal angetan von, da ist noch einer mitgekommen, ein Zöllner. Und was ihn zutiefst bewegt, ist, Gott zu danken. Ich danke dir, also, wenn ich nicht so bin wie der. Und dann tut er das, was wir auch ständig tun. Ich mache, ich gebe, ich tue das, ich, überall steht ich. Der angestrichene Tempel, die große Fassade. Was macht der, der hinten steht? Er zitiert eigentlich einen Psalm, nämlich Psalm 51. Erbarme dich, meiner, oh Gott. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist, wenn man so will, der Erste, der das Jesusgebet spricht. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich, meiner, weil ich ein Sünder bin. Dieser, sagt Jesus, nicht ich, sagt Jesus, dieser geht gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht. Das ist sozusagen die Grundsituation, die vollkommen ausreichen würde. Man könnte jetzt alles vergessen, was ich vorher gesagt habe. Dieses Evangelium allein reicht aus, um diesen Psalm immer zu beten, nicht nur morgens. Weil er uns in die rechte Verfassung bringt. Weil er uns sozusagen schon in einer Erzählung Jesu mit diesen Worten in die rechte Haltung bringt, sodass wir gerechtfertigt nach Hause gehen. Warum? Weil wir uns als die zu erkennen gegeben haben, die wir sind. Alles das, was der Psalm benennt. Auch wenn es nicht genau die gleiche Situation wie bei David ist. Der Mensch muss sich an seinen Gott ausliefern. Und das führt uns zu einem letzten Punkt. Wenn man einmal fragt, an wen richten, wie beten wir eigentlich den Psalm? Das ist eine Frage, der wir noch vielleicht mal in einer anderen Katechese nachgehen müssen. Wie beten die Christen eigentlich die Psalmen? An wen richtet sich eigentlich der Psalm? Beten wir das an Gott, den Vater? Beten wir es an Christus? Ist es die Stimme Christi, die Vox Christi, wie die Väter sagen, die in dem Psalmen zu hören ist? Gerade in dieser Zeit, die ja jetzt mit den kommenden Tagen besonders mit der Passion Christi verbunden ist, können wir diesen Psalm eigentlich sehr aufrichtig zu Christus beten. Weil Christus das tut in seiner Passion, was der Psalm fordert. Dass sich der Mensch seinem Gott ausliefert, wie unser Herr Jesus Christus, der, so Synkletika Grün in einer sehr schönen Formulierung, der als Gekreuzigter sein Haupt im Tod vor dem Vater neigt. Der sich am Kreuz als Mensch zu erkennen gibt. Der stirbt. Je hingegebener der Christ, umso unmittelbarer wird er eins mit dem Christus, der sich sogar der Gottesgestalt entäußerte und niedrig wurde wie ein Wurm am Weg. So Psalm 22. Gespött der Leute, vom Volk verachtet, ein Wurm am Weg. Und deshalb ist dieser Psalm ein Gebet der Christusnachfolge. Ein Ostergedächtnis,
auch ein Bußpsalm in dem Schmerz darüber, welche Unzulänglichkeit ich da zur Sprache bringe, aber auch ein Gebet der Christusnachfolge. Es gibt ich hoffe, das finde ich jetzt, das ist im Privatbesitz, Balthasar Fischer, der große Trierer Liturgiewissenschaftler, hat das einmal ans Tageslicht gehoben, in einer oberägyptischen Handschrift des 4. Jahrhunderts, heißt es, besprenge mich, also diesen Aspergesvers, der erhält einen Zusatz, einen christlichen, mit dem Hysop des Blutes vom Holz. Also besprenge mich mit dem Hysop, sodass ich rein werde. Ja? Besprenge mich mit dem Hysop des Blutes vom Holze. Da hat es einen unmittelbaren Christusbezug hin, also sehr alt aus der koptischen Kirche. Deshalb ist es recht so, wenn wir dieses Miserere als Ostergedächtnis, auch als Bußpsalm, als Ausdruck unserer selbst, als Orientierung unserer selbst vor Gott, aber auch zum gekreuzigten Christus beten und ihn bitten um das reine Herz, das fest ist, um den Geist, den nur er schenkt, wie es nämlich am Ende heißt. Und er haucht den Geist aus. Er haucht seinen Geist aus, er haucht das Pneuma aus über alle Welt. Das ist am Kreuz schon geschehen. Das ist das, was wir hier an diesem Ort noch einmal, wenn wir den Altar umstehen, erfahren. Er haucht seinen Geist aus. Deshalb gibt es eine Epiklese bei der Messe, wo bewusst am Ort des Kreuzes geschehens die Bitte um den Geist noch einmal ausgesprochen wird, über die Gaben und über die Ekklesia, die aus diesen Gaben lebt und von diesen Gaben lebt, die Kirche. Wir können sehen, was dieser Psalm sozusagen bündelt, nicht nur an der Erfahrung eines alttestamentlichen Beters, sondern wie er uns hinführt in die Mitte. Man könnte das im Grunde genommen von vielen Psalmen, fast von allen, so ausführen. Dieser kleine Zyklus ist damit beendet. Ich denke aber, dass noch welche folgen werden. Wir werden sehen. Nächste Woche gibt es keine Katechese, aber in 2 Wochen, am Montag der Karwoche, gibt es wie die letzten Jahre immer, wir werden das am Montag machen, eine Einführung in die österlichen 3 Tage, auch genau in dieser Form. Mit der Messe, die haben wir in der Karwoche ohnehin am Morgen und am Abend dann die Vesper, die Katechese. Und mit der Frage, was bedeutet Erlösung? Was heißt das? Was hat Christus erworben? Warum ist er am Kreuz gestorben? Wir können das so oft hören. Und es gibt manchmal sogar schauerliche Antworten, aber es gibt Gott sei Dank auch die richtigen und die schönen. Denen wollen wir uns ein wenig mehr zuwenden, sodass wir gerüstet, auch geistlich gerüstet, stärker gerüstet in die heilige Woche gehen können. Dankeschön.